Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Fußballwoche heißt Sie zur 51. DHS Schnatterhecke sehr herzlich willkommen. Das Thema der heutigen Sendung lautet: Steht das Berliner Olympiastadion vor der Schließung? Auch diesmal hat die Fußballwoche wieder kompetente Gäste eingeladen. Bevor ich Sie im Einzelnen vorstelle, möchte ich mich bei Gastgeber Wolfgang Holz zu meiner Linken bedanken, in dessen bekannter Fußballerkneipe wir in den letzten Monaten schon etliche heiße Diskussionen im Rahmen dieser Gesprächsrunde geführt haben. Das dürfte beim heutigen, sicherlich brisanten Thema gewiss nicht anders sein. Ich heiße folgende Gäste herzlich willkommen. Neben Wolfgang Holst, Peter Schließer, Leiter der Verwaltung des Olympiastadions, der Mann, der in Deutschlands größter Sportarena praktisch zu Hause ist. Als Nächsten begrüße ich Dieter Dolkner, den Werbeleiter von Coca-Cola, der sich im Berliner Fußball bestens auskennt und einen ausgezeichneten Kontakt zur Basis besitzt. Auf der anderen Seite kann ich das Gleiche von Peter Brennecke behaupten. Er ist Organisationschef und zwar seit 26 Jahren von Jugend trainiert für Olympia und den auch eine Schließung des Olympiastadions für seine Veranstaltung sicherlich hart treffen würde. Ein weiterer Leidtragender wäre der derzeit einzige Berliner Profifußballclub Hertha BSC, dessen Präsidenten Manfred C. Meitert ich ebenfalls willkommen heiße. Und last not least mit Otto Höhne, den Präsidenten des Berliner Fußballverbandes, der vor kurzem in der Fußballwoche schon einmal mächtig Dampf abgelassen hat. Ich zitiere Otto Höhne wörtlich: Für den Berliner Fußballverband ist die lapidare Androhung einer Sperrung die Bankrotterklärung der verantwortlichen Politiker. Einen Politiker hatten wir auch eingeladen, und zwar den Staatssekretär Günther Bock als Vertreter des Senats für Schule, Berufsbildung und Sport. Aber Peter Schließer hat vor wenigen Minuten für Herrn Bock absagen müssen. Vielleicht zwei Sätze zu der Absage, Herr Schließer, die uns schon etwas überrascht hat, weil er vor einigen Tagen uns fest zugesagt hatte. Herr Bock, der Staatssekretär, hat natürlich selbstverständlich die Absicht, hierher zu kommen. Er liebt es, seine Termine auch wahrzunehmen. Aber es müssen sicher dringende Gründe gewesen sein, die ihn heute Nachmittag gezwungen haben, eine Absage zu geben, weil er einen anderen Termin wahrnehmen muss, der ihm noch wichtiger war als der heutige Termin. Okay, damit müssen wir erstmal leben. Jetzt direkt weiter an Otto Höhne. Lieber Herr Höhne, Sie stehen zu den Aussagen, die Sie damals schriftlich in der Fußballwoche gemacht haben. Man muss ja deutlich und offen sprechen. Das ist die vielleicht Möglichkeit, um unsere Politiker wachzurütteln. Das größte Stadion in Deutschland, muss ich sagen, und wir sind dabei, dieses Stadion auch zu füllen durch Veranstaltungen, nicht nur das Pokalendspiel, das Länderspiel, das Freundschaftsspiel. Hertha BSC strebt nach oben und wir hören jetzt hier einfach unüberlegte, dilettantische Äußerungen von Politikern. Das Stadion ist unsicher, es muss gesperrt werden. Damit wird eigentlich sehr, sehr viel Negatives gebracht. Peter, du bist ja an sich der Chef des Hauses. Peter Schießer wohnt im Olympiastadion. Tag und Nacht erlebt er alles. Und dann kommen hier einfach die Politiker und natürlich leider auch noch Blinde und Taube, wenn ich also an den Denkmalschutzschützer denke, der also sagt, stellen Sie sich mal vor, was dieser Mann sagt, das Olympiastadion ist grau, die Sitze müssen auch alle grau, wenn es geht, so noch ein bisschen schmutzig sein, anstatt helle, schöne Farben wie in allen Stadien in Deutschland. Da so leben wir leider, aber ich bin ja gespannt. Nicht mal eine Planung ist da. Also wenn wir so arbeiten würden im Sport, wir müssen spontan, schnell, unbürokratisch arbeiten. Wenn wir einen Platz haben, dann können wir nicht erst fragen, wir müssen erst mal überprüfen, da geht's rauf, da wird gespielt. Und wenn Jungen zu uns kommen, heißt es, wir müssen nicht erst untersuchen und ihr dürft noch nicht. Und wir müssen erst mal Vater und Mutter fragen, rauf auf den Platz und dann geht's los.
Und das erwarten wir einfach auch vom Senat jetzt bei einem Olympiastadion, dass das schnell geht und unkompliziert. Und zwar, mein letzter Satz ist das auch, etappenweise, Berlin, die Welt- und Hauptstadt, muss leider hospitieren in kleinen Provinzstädten. Nürnberg, Bremen und Leverkusen haben uns das vorgemacht. Ohne eine Schließung des Stadions wurde dort eine völlige Sanierung und ein Neubau gezogen. Und so muss es ja auch bei uns möglich sein. Herr Schließer, Sie werden doch sicherlich da direkt darauf antworten wollen. Ja, der liebe Otto Höhner hat in seiner altbekannten Art jetzt erstmal Luft abgelassen, so kennen wir ihn, und hat ja auch richtig Politikerschelte verteilt. Aber ich glaube, Otto, ganz so ist es nicht. Man muss das relativieren, was die Politiker sagen und was die Medien veröffentlichen. Dies ist eine ganz üble Sache in diesem Zusammenhang mit der Diskussion um die Sicherheit des Stadions im augenblicklichen Zustand. Es ist unbestritten, und das haben die Politiker, und die sind wirklich da kompetent, weil sie von ihren Fachleuten sich haben beraten lassen. Sie haben darauf hingewiesen, dass der Bund als Eigentümer des Stadions, der ist ja immer noch Eigentümer, denn wir haben hier nur eine Besitzüberlassung zurzeit ans Land Berlin, dass der Bund in den letzten Jahren das Stadion nicht entsprechend saniert hat, wie es hätte sein müssen, sondern er hat nur noch die notwendigste Bauunterhaltung betrieben. Und so ist ein Zustand eingetreten, der einen hohen Sanierungsbedarf ausweist. Man darf ja auch nicht nur den Sanierungsbedarf sehen, denn gerade der Deutsche Fußballbund und die FIFA fordern ja auch, wie auch andere Verbände, dass das Stadion modernisiert wird. Und wenn im internationalen Wettbewerb, bei großen Leichtathletik-Events oder auch anderen Sportarten, das Olympiastadion in Zukunft auch Austragungsort sein will, dann muss man auch eine ganze Menge modernisieren, dem neuen Standard anpassen, und das wird erhebliche Mittel bedürfen. Das heißt also hier, Sanierung und Modernisierung ist die eine Sache und die Sicherheit ist die andere Sache. Und das muss man ganz deutlich sagen, es war in keinem Bericht oder in keinem Statement der Politiker zu lesen, dass die Sicherheit für die Besucher des Stadions oder für die Teilnehmer an irgendeiner Stelle gefährdet ist. Hier sind Vorsorgen getroffen worden, indem nämlich die Baubehörden, die zuständigen Baubehörden, und das war auch, als der Bund noch zuständig war, bevor das Land Berlin die Zuständigkeit hat, an den entsprechenden Stellen, wo eine Gefährdung bestand oder nur der Verdacht bestand, dass eine Gefährdung ist, entsprechende Stützungsmaßnahmen vorgenommen worden sind. Das heißt also, jeder Besucher, der heute ins Stadion geht, kann davon ausgehen, dass er auch sicher wieder rauskommt. Sie sehen mich und meine Mitarbeiter und alle, die da rumlaufen, auch nicht mit dem Helm durchs Stadion gehen. Wir gehen auch ganz unbefangen da durch. Also Sie sehen, wir haben da noch Vertrauen zu. Herr Schließer, aber trotzdem Zusatzfrage. Es heißt offiziell, bis zum Jahresende wäre das Olympiastadion betriebssicher. Wird dann Anfang des Jahres wieder eine neue Analyse, ein Sanierungsplan oder irgendetwas vorgelegt oder etwas kontrolliert? Wie geht es dann weiter? Das ist ja nur, ich bin kein Baufachmann, aber die Baufachleute stellen das so. Das ist natürlich, wenn so ein Prozess der Alterung eingesetzt hat, dann kann man ihn nicht prognostizieren, wie schnell der geht. Das summiert sich und kann dann ganz blitzschnell sich verändern. Aus diesem Grunde hat ja auch die Baubehörde beschlossen, in Zusammenarbeit mit der Bauaufsicht, dass bei Veranstaltungen, die im Olympiastadion stattfinden, permanent überwacht wird und auch vor Veranstaltungen immer eine permanente Überwachung stattfindet, sodass man auf alle Eventualfälle vorbereitet ist. Und wenn sich Schwierigkeiten ergeben sollten, dann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, dass die Veranstaltungen sicher durchgeführt werden können. Sicher ist, dass bis 1996 zunächst erstmal die Bestandssicherheit und Betriebssicherheit des Stadions gegeben ist. Und inzwischen wird eine Untersuchung durchgeführt, die wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wie Sie wissen, hat der regierende Bürgermeister eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich intensiv mit diesen Fragen befasst. Sie hat einmal getagt, morgen ist die nächste Tagung, sodass man also davon ausgehen kann, dass da in Kürze erhebliche Maßnahmen eingeleitet werden. Aber es ist doch richtig, dass zum Beispiel der Oberring mit Stahlstreben abgestützt wird und, ich weiß nicht, ob die Summe stimmt, dass 1 Million Mark Kosten pro Jahr verursacht. Stimmt das? Das sind alles so Halbwahrheiten. Abgestützt ist nicht der Oberring, sondern es sind Teile des Umgangs abgestützt, wo man nämlich den Beton aufgeklopft hat, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Und wenn man den Beton natürlich hat oder auch die gesamte Baukörper an irgendwelchen Seiten öffnet, dann muss man natürlich sicher sein, dass man da wieder absichert, dass es dann nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Diese Situation ist aber nicht neu. Die haben wir schon seit 4 Jahren im Olympiastadion. Wer sich daran erinnert, vor vier Jahren war es, da wurden zunächst erst Holzstämme da kurzfristig eingebracht. Und dann wurden diese Stahlabstützungen, wie sie jetzt im Stadion vorhanden sind, eingebracht. Das ist also nichts Aktuelles und Neues. Das wird jetzt nur als die neueste Errungenschaft und die neueste Schadensbeseitigung dargestellt. Das ist ein ganz alter Hut im Stadion. Und das Eigentliche, was hinter den Kulissen passiert ist, das haben die Leute gar nicht mitgekriegt, weil es nämlich unter den Tribünen ist, wo Abstützungsmaßnahmen vorgenommen worden sind. Das sieht der Besucher überhaupt nicht. Er kann nur davon ausgehen, dass er sicher ist. Und ich darf auch sagen, wir wären sehr leichtfertig, wenn wir Verträge zum Beispiel mit Hertha BSC abschließen würden oder mit dem Deutschen Fußballbund, wenn wir wissen, dass das Stadion nicht sicher ist. Wir würden uns strafbar machen. Das wäre grob fahrlässig.
Ja, das wäre quasi die nächste Frage nochmal an Otto Höhne gewesen. Der Senat und DFB haben ja und BFV haben zusammen mit dem DFB bis 1999 die Pokalendspiele festgeschrieben. Hat der DFB sich vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten überhaupt mal gemeldet, aufgrund von Zeitungsberichten, aufgrund von Fernsehaufzeichnungen in Sachen Olympiastadion, weil man sagt, ist das nächstes Jahr überhaupt noch durchzuführen? Meine, der Deutsche Fußballbund ist durch die Meldungen natürlich, die sehr unterschiedlich sind, du hast ja recht, Peter, irritiert. Der verlangt natürlich für seine Veranstaltung, der verlangt exakte, klare Aussagen. Das ist also schlecht, Peter, wenn der Deutsche Fußballbund ein Länderspiel hat gegen Bulgarien und 14 Tage vorher sagt das Bauamt Charlottenburg, nee, wir sperren das Stadion. So kann man natürlich keine Planung bringen. Ich sage es einmal, genauso mit den Pokalendspielen. Wir wollen gerne den Antrag stellen, ein Europacup-Endspiel nach Berlin zu bekommen. Also ich bin ganz offen und sage mal, ein bisschen ketzerisch, so ein kleines People-Bauamt wie Charlottenburg, das ist jetzt nicht böse gemeint, berlinerisch, hat ja gar nicht die Möglichkeiten einer effektiven Prüfung. Weder technisch noch wissenschaftlich. Die Universität steht vor der Tür. Da müsste wirklich mal ein Prüfungsergebnis kommen, ein richtiges. Und es ist wirklich, unser Stadion ist sicher, das sage ich ganz offen. Denn die anderen Stadien, die zur WM gebaut wurden, die sind ja kein Deut besser. Da staunt man ja. Ob die 60 Jahre halten, wage ich zu bezweifeln. Aber natürlich, Peter, müssen wir, und der DFB hat ja an den Regierenden geschrieben, der DFB ist bereit, wenn der hört, es wackelt. Es ist keine klare Aussage, sagt der DFB, kein Länderspiel nach Berlin, kein Pokalendspiel. Und stellt euch doch mal vor, wenn Hertha BSC, HC Maltat, wenn Sie jetzt hören, also ihr könnt da nicht mehr spielen, ihr müsst ins Jahnstadion gehen oder ihr müsst ins Mommsenstadion gehen, das wäre einfach Katastrophe. Also Peter, ich bin auch der Meinung, der DFB will jetzt vom Senat eine klare Antwort haben. Herr Zemaitat, Frage, haben Sie sich als Präsident von Hertha BSC, hat sich der Club schon mit irgendwelchen Überlegungen oder mit Plänen in der Schublade für den Fall X, wir wollen nicht hoffen, dass der eintrifft, dass plötzlich mal heißt, das Olympiastadion müsste geschlossen werden? Also wir hatten ja im letzten Jahr erwogen, mal im Jahnstadion zu spielen. Das haben wir dann aber anders beschlossen. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit Herrn Bock, der heute leider nicht hier ist. Und der sagte mir, dass also über eine Schließung noch gar nichts feststeht und dass gar nicht zur Debatte steht, dass jetzt dieses Stadion geschlossen wird für längere Zeit, für Jahre. Und er sagte mir auch, da gäbe es auch Pläne, möglicherweise ein zweites Stadion mal auf dem Maifeld zu machen. Das hat er in der Schublade. Ob da was dran ist, weiß vielleicht Herr Schließer besser. Aber er sagt, auf keinen Fall müsste Hertha BSC da aus dem Olympiastadion raus. Er sagt, es ist wirklich noch nichts, steht noch nichts fest. Herr Schließer, vor einigen Tagen hat Herr Bock gesagt, er hätte Pläne in der Schublade. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, Alternativen, wenn wirklich mal, wir wollen nicht hoffen, etwas passieren sollte, dann müsste man ja damit rechnen, dass eventuell sehr schnell Teile des Olympiastadions geschlossen werden. Gibt es da Pläne, wie man kurzfristig aus so einer Misere rauskäme? Ich müsste erstmal zunächst nochmal auf die Worte von Otto Höhne eingehen. Denn DFB und Berliner Senat sind Partner. Und es ist selbstverständlich, wenn der eine Partner irgendetwas hat, was nicht ganz in Ordnung ist, dass er seinen anderen Partner verständigt. Da das Land Berlin die DFB nicht verständigt hat, dass also Probleme über Sicherheit und Ausführung von Spielen im Olympiastadion bestehen, kann der DFB also ganz getrost davon ausgehen. Das hat der regierende Bürgermeister in seinem Brief im Hinblick auf die Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft ausdrücklich nochmal betont, dass die DFB-Pokalendspiele und alle Großveranstaltungen im Olympiastadion gesichert sind. Wir haben auch alle Verträge entsprechend abgeschlossen, sodass auch Hertha BSC bis Ende der Saison einen ganz klaren Vertrag von uns hat. Und das Land Berlin wird in der Regel nicht vertragsbrüchig. Das zu diesem Punkt. Zu der anderen Sache, man unterstellt ja der Behörde immer, dass er schlafmützig ist und dass er nicht arbeitet und nicht vorausdenkt. Schon im Vorfeld der Olympischen Spiele, der Bewerbung um die Olympischen Spiele, hat sich das Land Berlin eben bemüht, eine Alternative dafür zu finden, wenn das Olympiastadion entsprechend umgebaut, für die Olympischen Spiele umgebaut hätte werden müssen. Was kann man tun? Und man ist natürlich darauf das Maifeld gekommen und hat dann meine Studie erstellen lassen, ob man ein temporäres Stadion im Bereich des Maifeldes aufbauen könnte. Diese Studie liegt seit 1993 vor. Es ist richtig, dass sie bei unserer Senatsverwaltung vorliegt und auch in ihr bekannt ist dort. Aber man hat sie nicht veröffentlicht, weil es noch nicht relevant war, denn da sind auch erhebliche Kosten mit verbunden.
Und da wird sich jetzt fragen, ob es sinnvoll ist, sowas zu machen oder wenn man das Stadion saniert und modernisiert, ob man das in Schüben macht, wie man zum Beispiel in Bremen, Nürnberg gemacht hat, dass unter Betrieb des Stadions ein Stadion renoviert und saniert wird. Ich möchte jetzt eigentlich mal die ganze Runde fragen und jeden Einzelnen bitten, kurz zu antworten, wer also für eine Teilschließung ist, also eine Teilsanierung oder eventuell komplett zu schließen, um dann also komplett zu renovieren, also für einen gewissen Zeitrahmen gar nicht mehr im Olympiastadion zu spielen oder Veranstaltungen abzuführen. Oder wie eben in anderen Städten, Beispiel Nürnberg, Leverkusen, Bremen, wo man stellenweise auch in der Bundesliga auf einer Baustelle gespielt hat und mit weniger Zuschauern einfach sich über die Runden retten musste. Vielleicht Herr Brennecke als erstes. Finde ich sehr nett, dass ich auch einmal zu Wort komme. Aber ich denke mir, ist auch ganz gut, erstmal die Herren hier gehört zu haben, die hier den Fußball als ihre Nummer eins verkaufen dürfen und sollten. Eins muss ich wirklich sagen, und da sage ich mal nicht als der von Jugend trainiert für Olympia, sondern als Bürger mal meine Meinung. Ich bin seit 1979 in einem Büro in diesem Stadion. Ich erlebe seit 1979 den täglichen Verfall dieses Stadions. Wir haben in diesem Hause, im Olympiastadion, ein Bauamt. Und wer immer dafür zuständig ist in diesem Stadion, dass dieses hätte gebremst werden müssen, muss ich wirklich sagen, dass wir heute, 1995, dieses Theater hören. Das kommt mir vor wie das Sommertheater von 1969, als die Olympischen Spiele in Mexico City daneben gegangen sind. Ich muss wirklich sagen, und als Bürger zahle ich meine Steuern wie alle, das halte ich hier für wirklich verwerflich. Heute zu hören, dass eine halbe Milliarde D-Mark, 500 Millionen da reingesteckt werden müssten, um ein neues Stadion oder zu sanierendes Stadion zu haben. Ich schlage vor, halbe Seite oder Viertelseite zu sanieren, dann weiterzugehen. Sie haben vorhin Kaiserslautern nicht genannt. Das ist auch so ein Stadion, das wunderbar geworden ist, das ein Schmuckkästchen geworden ist. Dortmund ist ein super Stadion, auch immer besser geworden und heute ein Schmuckkästchen. Wir lesen das. Und Berlin als Sportstadt und nicht als Spottstadt für den Sport sollte das nicht schaffen. Da müsste ich sagen, wäre es zum Weinen. Das waren klare Worte. Herr Zemeitert, was ist Ihr Wunsch weiter, eventuell auch auf einer Baustelle bei einer Sanierung im Olympiastadion spielen zu können? Oder wenn man eine dementsprechende andere Spielstätte hätte, auszuweichen für eine gewisse Zeit? Also ganz klar, wir von Hertha BSC würden natürlich eine totale Schließung. Für uns wäre das eine Katastrophe, weil es einfach kein vergleichbares Stadion in Berlin gibt. Und wenn wir unseren Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, auch vom Erfolg her irgendwie halbwegs weiter fortsetzen können, dann werden wir ja auch mal Zuschauer haben, die dann nur wirklich im Olympiastadion Platz haben werden. Ganz klar, unsere Meinung geht dahin, Teilschließungen, um einer Totalschließung aus dem Weg gehen zu können. Dann, das ist ja auch mit Werbemaßnahmen, mit Sponsoren verbunden. Das ist natürlich, wäre für uns, wie gesagt, absolute Katastrophe. Vielleicht darf ich einmal da hineingehen noch und das unterstützen. Stellen Sie sich mal vor, nach so vielen Jahren des Bemühens, und nun haben wir einen neuen Vorstand bei Hertha BSC, und nun könnte dieser Verein, wenn der aufsteigt in die Bundesliga, da nicht spielen. Wer würde in dieser Stadt, wo wir auch noch ein großes Einzugsgebiet hätten und viele Zuschauer sicher an uns binden könnten. Wer würde das denn verstehen, dass wir dann aus dem Stadion heraus müssten, weil wir seit 15 Jahren geschlafen haben? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand wagt. Otto Höhne, wie steht der Verband dazu, eventuell Schließung des Olympiastadions, aber eine Alternative zu haben? Es wird ja davon gesprochen, eben Maifeld oder Alte Försterei oder so auszubauen, dass man eben ein größeres Stadion hat, wie es im Moment der Fall ist. Unmissverständlich und ganz deutlich, ohne Wenn und Aber, eine Schließung wäre eine Utopie, wäre ein Dilettantismus. Das Stadion muss in Etappen mit durch die Weiternutzung muss es zur Verfügung stehen. Nur so geht das anders gar nicht. Und da muss auch die Planung entzielen. Man braucht gar nicht erst zu glauben, wir müssen das Stadion schließen. Man soll gleich in der Planung sagen, wir werden das Stadion weiter benutzen, wir müssen jetzt eine vernünftige Regelung finden, wie wir das tun. Aber das ist ja auch das Schlimme. Die Senatsverwaltung für Berufsausbildung, Schule und Sport, zu der ja Peter gehört, die arbeiten ja bestens mit uns zusammen. Aber sie haben ja auch Bau, Finanzen, alles mit Huckepack zu tragen. Also ich bin, und die Planung, wenn ich überlege, die Planung soll 5 Millionen kosten und vielleicht 2-3 Jahre dauern.
Und dann, ich sage es mal jetzt etwas überzogen, für mich war das ja katastrophal. Also ich bin auch der Meinung, man sollte gleich dem Senat das auch sagen. Das tue ich hier auch ganz offiziell. Wir werden das auch noch schriftlich und im Gespräch mit dem DFD tun. Nicht erst anfangen und sagen, wir wollen eine Schließung in 2 Jahren, dann ist das unmöglich. Das würde eine Katastrophe sein. Eine Teilsanierung, geplant, vernünftig, mit einer Reduzierung der Zuschaueranzahl, ist gar kein Problem. Also Wolfgang Holst auch für eine Teilsanierung und nur eine Teilschließung. Aber selbstverständlich, brauche ich doch gar nicht zu diskutieren, noch nicht lange nachzudenken. Selbstverständlich für eine Teilsanierung und für eine rationale Sanierung. Aber ich bin dankbar, dass Peter Brennecke noch einmal den Daumen in die Wunde gelegt hat. Es kann in der Tat nicht sein, dass wir uns vor Olympia 2000 bewerben und haben hier ein marodes Olympiastadion. Das ist doch ein Witz. Wenn wir andere Argumente gehört haben, die uns Olympia verwehrt haben, aber wir hätten ja dann noch ein zusätzliches Argument gehabt. Es ist wirklich also ein Witz, sich für Olympia 2000 zu bewerben und danach zu sagen, dass das Stadion zum Teil gar nicht nutzbar ist. Ich bin Peter Schließer sehr dankbar, hier einmal klare Worte gesprochen zu haben, indem er sagt, bis 96 ohnehin nicht. Der Senat schließt keine Verträge, die er nicht einhalten kann. Ich habe nur die Hoffnung, dass es auch über 96 so sein wird. Im Übrigen bin ich dir auch noch dankbar, dass man von einem Sommerloch gesprochen hat. Ich spreche auch noch in diesem Zusammenhang von sogenannten Gefälligkeitsgutachten. Wir kennen das ja einigermaßen. Ich stelle hier fest, das Olympiastadion, wenn sich Berlin für Olympia 1900, für Olympia 2000 beworben hat, dann gehe ich davon aus, dass das Olympiastadion intakt ist und dass es selbstverständlich hier und dort in Ordnung gebracht werden muss, wo es Alterserscheinungen zeigt. Aber Schließungen, all das ist für mich eine Pressekampagne, wie wir sie ja aus unserem Alltag hier kennen. Das ist also, wie du ganz richtig sagst, oder entschuldige bitte, wie Sie ganz richtig sagen, Peter, ist es ein Sommerloch. Es kann doch nicht anders sein, sonst würden wir uns doch zur Witzstadt machen. Und das wollen wir doch in der Tat nicht. Ich hätte jetzt natürlich an Herrn Bock die Frage gestellt, nachdem also so klare Worte gesprochen worden sind, ist das nicht anstelle von Sommertheater, ist das nicht im Moment auch ein Wahlkampfthema? Aber die Frage kann ja wahrscheinlich vielleicht Herr Schließer beantworten. Ich bin kein Politiker und bin auch nicht befugt, über die Politikerideen hier mich zu äußern. Aber ich möchte einen Aspekt nochmal in die Waagschale werfen. Diese Diskussion, die augenblicklich in der Öffentlichkeit läuft, hat ja auch einen Hintergrund. Und zwar geht man immer, man schimpft immer auf den Senat, auf das Land Berlin und diesen Zustand des Olympiastadions und verkennt einfach, wo die Ursache liegt. Ursache ist, dass der Bund als Eigentümer seit 1945 bis 1994 dieses Stadion in seinem Besitz gehabt hat und über eine Besitzüberlassung erst am 1. Oktober 1994 das Stadion an das Land Berlin weitergegeben hat. Die Besitzverhältnisse, die Eigentumsverhältnisse sind immer noch beim Bund. Das heißt also, das Land Berlin wäre töricht, bevor das nicht geklärt ist, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Und da läuft die Frist ab am 31. Mai 1997. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sich Bund und Land geeinigt haben über den Kaufpreis für das gesamte Gelände, wo nicht das Olympiastadion allein zugehört, sondern die gesamten Nebenanlagen. Und da gibt es Streit zurzeit drüber. Und diese öffentliche Diskussion, die da ist, ich glaube auch, die tut ihr Gutes dafür, die Bundesregierung und die Vertreter der Bundesregierung, die dafür zuständig sind, wachzurütteln, auf die Versäumnisse der Vergangenheit hinzuweisen. Das ist das, was die Berliner Politiker mit dem öffentlichen Drang oder mit dem Drang in die Öffentlichkeit im Grunde meiner Meinung nach bezwecken. Und hier, das ist einfach ein Punkt, der in der Öffentlichkeit untergeht. Man prügelt auf das Land Berlin ein, da wird nichts gemacht. Im Gegenteil, der regierende Bürgermeister hat sofort reagiert, hat die Gruppe eingesetzt. Es ist auch erste Ergebnisse erzielt worden. Es muss natürlich die gesamte Bausubstanz untersucht werden. Es gibt, aus welchen Gründen noch immer, keine ordnungsgemäßen Bestandspläne für das Olympiastadion. Das heißt also, diese müssen erstellt werden. Da geht man jetzt ran. Das wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, bis die da sind. Und wenn das da ist, dann wird man erst entscheiden können, in welchen Schritten man was unternimmt. Und dann wird man auch entscheiden müssen,
ob eine Schließung in Frage kommt oder ob eine Teilsanierung oder schrittweise Sanierung in Frage kommt. Ich bin der Meinung, da gibt es genügend kompetente Leute, die das machen können. Und Otto, um auf das nochmal zurückzukommen, dann bitte nicht wie beim Palast der Republik zu verfahren, wo wir erst sagen, wir müssen alles abreißen und jetzt in Frage stellen wird, ob abgerissen werden muss. Wir kennen ja diese Vorsicht gewisser Kreise. Nein, ich muss noch mal zurückkommen auf die Schelte, die hier vorhin in Richtung Bauaufsicht gemacht worden. Jede Bauaufsicht, egal wo sie her ist, und da muss ich die Kollegen von der Bauaufsicht Charlottenburg in Schutz nehmen, bedient sich natürlich Fachleuten, auch von der Universität. Und das ist auch im Bereich des Olympiastadions so. Hier sind schon externe Büros am Arbeiten, die sich darum bemühen. Und ich bin der Meinung, man sollte wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man so ein Urteil abfällt. Denn gerade diese Leute in der Bauaufsicht und bei den Baubehörden haben ein hohes Maß von Verantwortung. Gerade für die Sicherheit aller Besucher. Und da muss man ganz vorsichtig sein, sie geben sich alle Mühe und verstecken sich wirklich nicht. Sie übernehmen auch Verantwortung, das kann ich aus meiner Tätigkeit im Olympiastadion sagen, und sind auch bereit, Kompromisse zu gehen, wo es möglich ist. Aber sie sind nicht, die sollten nicht in der Lage sein, gleich immer bei jeder Gelegenheit zu sagen, das muss geschlossen werden. Das ist unsicher, das ist marode, das ist völlig kaputt. Das darf eine Bauaufsicht auch nicht tun. Also ich sage mal, Otto, das muss ich auch zurückweisen, das muss ich wirklich zurückweisen. Die Bauaufsicht ist in der Regel die letzte, die sich öffentlich äußert. Die Bauaufsicht äußert sich ihnen gegenüber auf Anfrage bei den Behörden. Das ist also wirklich eine Frage, wie es in den Medien dargestellt wird. Man muss wirklich mal hier Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Lieber Peter, dann möchte ich doch mal wissen, wie kommen denn diese Horrormeldungen in die Öffentlichkeit, sprich erstmal in die Zeitungen? Ich bitte dich darüber mal etwas zu sagen. Die Leute werden sogar zitiert. Da heißt es, der Senator Nagel sagt das, der Staatssekretär sagt das und er erklärt, der Baustadtrat für Charlottenburg sagt, das Stadion muss geschlossen werden. Es ist doch meine Frage der Aktenlage. Hier werden noch Auszüge manchmal aus den Akten zitiert. Und wenn man sie losgelöst nur an einem Absatz sieht, dann sagt man, das ist ja ein dolles Ding. Wenn man den ganzen Brief gelesen hat, dann sieht es ganz anders aus. Und ich glaube, ich kenne den ganzen Schriftverkehr nicht, der hier zitiert wird, aber ich habe einige Presseerklärungen gesehen. Und wenn ich dann gesehen habe, was davon in der Zeitung veröffentlicht worden ist oder in den Medien veröffentlicht worden ist, dann hat sich das ganz anders letzten Endes dargestellt. Es ist eben die Frage, positiv darstellen oder negativ darstellen. In der heutigen Medienlandschaft lässt sich eine Negativmeldung einfach besser verkaufen als eine Positivmeldung. Dies muss man ganz deutlich mal sagen. Und hier wird einfach mit den Gefühlen der Leute gespielt, mit den Gefühlen der Leute, die das Stadion besuchen wollen. Und ich finde, das ist ein bisschen verwerflich. Dankeschön. Das ist mal eine klare Aussage. Aber ich möchte jetzt erstmal den Herrn Dolkner bitten. Ein Aspekt ist mir also bisher überhaupt noch nicht zum Tragen gekommen. Was denkt der einfache Fan auf der Straße? Und da glaube ich, ist Herr Dolkner einer, der viel auf Amateurplätzen überall in Berlin rundkommt. Und ich spreche jetzt nicht nur von Fans, die zur Hertha BSC gehen, sondern der Berliner Fußballfan. Wie denkt der darüber? Berührt ihn das irgendwo negativ, Herr Dolkner? Ja, genau das ist, warum ich dankbar bin, dass ich also hier sein darf und dass ich eine Einladung bekommen habe. Und ich sage mal vorab einen Satz, dass ich nicht heute hier für Coca-Cola bin, wo ich ja sonst immer für meine Firma tätig bin. Ich bin heute mal als Dieter Dolkner und als Person hier. Und dazu gibt es Folgendes zu sagen, was Sie angesprochen haben. Also ich denke mal, wenn ich an das jüngste Ereignis zurückgehe, an das Spiel Bayern München gegen AC Mailand. Da diese große Zuschauerzahl, die da zusammengekommen ist, die wäre, glaube ich, nicht zusammengekommen, wenn wir das Umland nicht gehabt hätten. Ich kenne eine Menge Leute aus Brandenburg und aus den Orten dort, die geschlossen, die in vielen Personen ins Stadion gefahren sind und das genussreich erlebt haben, dieses Spiel. Aber ich will noch etwas sagen, ich bin auch ungeheuer dankbar und für diese Menschen, mit denen ich diskutiere, denn es wird heiß diskutiert, dieses Thema, dass man hier so offen an dem Tisch darüber spricht, damit die sich auch einmal ein Bild machen können, wie ist das eigentlich. Denn ich sage mal, die gleichen Leute, die immer rufen, wir fahren nach Berlin, die interessiert das, die sind nicht hier direkt bei uns vor Ort, sondern die interessiert das, was geht eigentlich weiter mit dem Pokalendspiel, wie geht es weiter. Und deshalb halte ich diese Diskussion für so ungeheuer wichtig. Und ich sage auch mal, wir haben den Zweitbundesligisten Hertha BSC, der steht an erster Stelle. Und auch dort fragen ja die Fans, es werden ja jeden Tag dann mehr mit diesem Tabellenstand. Die fragen natürlich, wie geht das weiter? Und wir haben ja in Berlin noch einen Verein, der zurzeit um einen Platz ringt
um die Heimat. Ich sage ja hier nicht zu viel, wenn ich sage, der SSV, der zwar nur in Anführungsstrichen in der Regionalliga spielt, aber der hat ja so ein ganz ähnliches Problem. Und wenn das Problem noch beim Tabellenführer der zweiten Liga ist, dass der nun plötzlich, wo er einen großen Schritt nach vorn gemacht hat, in Schwierigkeiten kommt des Platzes, das wirkt sich natürlich auch für die Öffentlichkeit aus. Und die möchte wissen, wie geht das nun eigentlich mit dem Stadion weiter. Und da bin ich sehr dankbar, dass Leute wie Peter Brennecke, der im Stadion ja zu Hause ist, dass wie der Herr Schließer, der also wirklich der Mann ist, der sich hier den Fragen stellt. Das ist ungeheuer wichtig. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und der Präsident des Berliner Fußballverbandes sagt es ja dauernd, Otto Hoene, und das sind meine Worte auch, das Olympiastadion kann man einfach im Moment nicht schließen. Denn die Ereignisse, die dort sich anbieten, auch jetzt für die Zukunft, das Länderspiel. Wir haben vielleicht einen Nachrücker mit Tennis Borussia, die in der Regionalliga oder Union, niemand ausgelassen, die große Verantwortung übernehmen, die Mannschaft nach vorn zu bringen. Das kann ja passieren, dass wir eines Tages einen Erst- und einen Zweitligisten haben und dann kein Stadion. Ich glaube, das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr hart diskutiert wird. Und deswegen für jedes offene Wort, was hier am Tisch fällt, ist die Fußballgemeinde Berlins bestimmt sehr dankbar. Herr Zemeitat hatte als nächstes sich zu Wort gemeldet. Also aus den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, hat sich ergeben, dass es ja offensichtlich auch einen Streit ums Geld gibt. Also es geht ja heutzutage häufig ums Geld, aber hierbei ganz besonders. Und da stellt sich der verständige Laie doch meines Erachtens die Frage, warum sind denn diese Fragen nicht im Vorfeld geklärt worden? Ich sage mal, wenn ich mir, und spreche jetzt mal fürs Land Berlin, so ein Stadion anschaffe, wie das Olympiastadion, da ist wohl eine Summe von 120 Millionen bereits gezahlt worden in der Größenordnung oder vielleicht ein bisschen mehr. Herr Schließer schüttelt den Kopf, aber Herr Bock sagte mir, da sei jedenfalls irgendwas angezahlt worden. Da müsste doch im Grunde genommen, wenn ich mir was kaufe, das Land Berlin das Stadion übernehmen soll, da müsste doch im Grunde, ehe man sich da überhaupt an den Tisch setzt, erstmal feststehen, was soll denn da überhaupt mit den Kosten geschehen? Wer bezahlt das? Ich sag mal, wenn ich mir heute, ob das ein Auto ist oder eine Eigentumswohnung, da kaufe ich mir doch nicht irgendein marodes Teil, um hinterher mit dem Verkäufer darüber zu diskutieren, wer bezahlt eigentlich die ganzen Reparaturen. Da sage ich doch, ich setze mich in so ein Boot doch gar nicht erst rein, wenn ich nicht weiß, was ich da hinterher übernehme. Es geht ja offensichtlich, wie ich hörte, nicht nur um eine Sanierung des Objekts des Olympiastadions, sondern auch um eine Modernisierung. Denn wir haben ja hier einen Standard, der nur wirklich mehr den 30er Jahren als den 90er Jahren ähnelt. Und wenn wir uns die Stadien ansehen, ob das jetzt in Nürnberg oder Bremen ist, da gibt es VIP-Logen, wo wirklich die Leute vom Feinsten bewirtet werden, wo allerdings auch die Vereine, und da spreche ich jetzt natürlich für Hertha BSC, auch richtig Geld bekommen aus dem Sponsorbereich. Das kann man ja hier gar nicht anbieten. Und auch darum geht es, um eine Modernisierung. Und da fragt sich meines Erachtens nicht nur ich, sondern vielleicht auch der Fan, den ja Herr Deugner jetzt hier auch mal angesprochen hat, warum hat man nicht im Vorfeld gesagt, wir übernehmen das gar nicht erst, ehe nicht festgestellt ist oder festgelegt ist, wer bezahlt das? Und jetzt geht es, wie gesagt, um die Kosten für die Sanierung und um die Modernisierung. Und wie ich hörte von Herrn Bock kürzlich, anlässlich des Gesprächs Bayern gegen AC Mailand, hatte ich ein längeres Gespräch mit ihm. Da sagte er, jetzt geht es erstmal darum, wer jetzt die Kosten für das Gutachten, die liegen wohl bei 5 Millionen, so in der Größenordnung, übernimmt, um erstmal festzustellen, wie hoch sind denn diese Kosten für die Sanierung und die Modernisierung. Und wenn man sich darüber noch 3 Jahre streitet, dann haben wir im Jahr 2000 wahrscheinlich immer noch kein intaktes Olympiastadion, wo sowohl wir als Verein, hoffentlich dann in der ersten Liga, als auch ISTAF oder Pokalendspiel oder Länderspiele oder vielleicht auch weitere Veranstaltungen, Herr Schließer, wie Rolling Stones oder sowas. Denn Sie sagten neulich, da gibt es einen ziemlichen Konkurrenzkampf in den großen Stadien in der ganzen Welt. Und wenn Berlin da konkurrenzfähig bleiben will, dann kann man es nicht nur sanieren, dann muss man es wirklich auf einen neuzeitlichen Stand bringen. Und das wäre meine Frage, warum man sich da nicht im Vorfeld über diese Kosten geeinigt hat. Herr Brennecke, Sie sind ja auch nun schon fast 3 Jahrzehnte im Olympiastadion zu Hause. Sie wollten auch dazu etwas sagen, beziehungsweise direkt von mir eine Anmerkung. Jahrelang muss es hier auch einen Hickhack um die Überdachung der beiden Tribünen, also diese beiden Tribündächer, gegeben haben. Besteht da nicht die Gefahr, dass jetzt viel zerredet wird und Zeit verstreicht? Und wäre da nicht eventuell auch gut, wenn Hertha jetzt weiter so erfolgreich spielen würde, dass der Senat und alle anderen in Zugzwang geraten, weil man vielleicht in 1-2 Jahren Bundesliga-Fußball wieder in Berlin hätte und dann ein vernünftiges Stadion brauchte?
Die Überdachung ist eine andere Sache, damit habe ich gar nichts zu tun. Die ist wunderschön für die Zuschauer, aber das kann auch jeder andere feststellen. Mein Ansatz ist ein ganz anderer. 1969, da gab es noch die leidvolle Teilung unseres Landes. Da hat man einen Bundeswettbewerb der Schulen geschaffen, der hat den wunderbaren Titel Jugend trainiert für Olympia. Aus Anlass dieser großen Schulsportveranstaltung, des größten Wettbewerbs überhaupt der Welt, mit heute fast einer Dreiviertelmillion Schülerinnen und Schüler im ganzen Bundesgebiet, die mitmachen. Da sind immerhin 10% aller Schülerinnen und Schüler, die überhaupt in der Altersklasse mitmachen könnten. Und man muss sich vorstellen, das ist die beste Drogenprophylaxe, denn wer Sport treibt, Fußball, Leichtathletik, Rudern oder eben unsere 13 Sportarten betreibt, die wir anbieten in der Schule, der wird nicht so schnell auf die, sage ich mal, banal auf die schiefe Bahn kommen. Das ist seit 1969 das große Ziel, das Berliner Olympiastadion. Und nun stellen Sie sich mal vor, wir sagen in großen Lettern, das Stadion kann nicht mehr benutzt werden, liebe Mädchen und Jungen, bleibt zu Hause, ihr könnt eure Endkämpfe nicht mehr in unserer Stadt durchführen, weil wir unser Stadion nunmehr schließen müssen, weil irgendwelche Dinge da passiert sind. Wir haben hunderte von Briefen von Lehrern, von Schülerinnen und Schülern, aus Hunderten, um nicht zu sagen Tausenden und Abertausenden von Mannschaften, die sich bedanken, wenn sie sogar im Olympiastadion wohnen dürfen. Und wenn die selbst Turner sind in der Deutschlandhalle oder im Hockeystadion in Zehlendorf Athleten sind, die wollen im Olympiastadion wohnen. Und wer die Unterkünfte kennt mit 10 Betten in einem Zimmer, die sind nicht komfortabel. Aber es ist ein Erlebnis. Und dieses wollen wir den Schülerinnen und Schülern nehmen. Das muss eigentlich verhindert werden, schon von dieser Logik. Ich darf noch einen weiteren Aspekt anführen. Wir führen auf dem Maifeld die Fußballwettkämpfe durch, mit Mädchenfußball und Jungenfußball in 2 Altersklassen. Zwischen 13 und 18 Jahren sind die alt. Die würden auch auf dem Maifeld ja nicht spielen können. Da müssten ja die Baudinge dann hingelegt werden und. Auch das Maifeld wäre nicht zu nutzen. Wir würden also 2 große Hauptsportarten, Fußball und Leichtathletik, eliminieren. Wollen wir von den anderen Sportarten gar nicht mehr reden. Da findet nämlich außerdem im Stadion die Ankunft statt. 65 Reisebusse kommen beispielsweise in diesem Jahr am 19. September, also jetzt in 3 Wochen, kommen dort an. Und 3.500 Mädchen und Jungen, wie gesagt aus allen Ländern, die sich als Landessieger qualifiziert haben in 12 Sportarten, die sehen das Stadion. Die sind überwältigt. Wir machen manchmal das olympische Feuer an. Herr Schließer sorgt dafür, dass das alles optimal ist. Es wird alles gekreidet, damit die sehen, wie das Stadion riesig ist. Und ein leeres Stadion ist noch größer, als wenn es voll ist. Das wird mir jeder bestätigen. Voller Menschen meine ich natürlich. Und wenn die an der Olympiaglocke ankommen und es dann nicht mehr könnten, müsste Berlin sagen, wenn wir nicht uns eigentlich ad absurdum führen wollten, wir können den Wettbewerb in unserer Stadt nicht mehr durchführen. Und was das hieße, nicht nur das Stadion zu schließen, um es zu renovieren oder zu sanieren und dann zu modernisieren. Das habe ich eingangs ja schon gesagt. Aber ich glaube, das wäre eine so große Enttäuschung für Lehrer und Schüler, die man nicht erklären kann. Das ist ein bisschen emotional auch, denn ich leite diesen Bundeswettbewerb hier mit dem Bundesfinale seit 26 Jahren. Aber wir haben darauf schon lange hingewiesen, lange bevor irgendjemand feststellte, dass Tauben im Oberring nisten und Löcher dort hineingekommen sind durch den Beton, der nun einmal seit 34 da ist. Das geht mal kaputt. Jedes Haus muss saniert werden. Jeder Zahn, der ein bisschen Loch hat, der muss mal vom Zahnarzt benutzt werden. Und dann geht er wieder in Ordnung. Und dann, so sollte man hier einmal ganz, wie Klein Fritzchen auf der Straße das sieht, anpacken und nicht lange prüfen, arbeiten, rangehen. Und dann können die Millionen auch nicht so hoch sein, wenn man natürlich alles zerredet. Vielleicht will man das auch dann. Und das glaube ich aber nicht, da hat der Schließer vollkommen recht. Die Politiker, die ich kenne, sind für den Weiterbestand des Stadions. Die haben auch eigentlich seit 1980, verfolge ich das, eine hervorragende Politik gemacht. Und der Herr Bock, der hier so oft zitiert wurde, schade, dass er heute nicht hier ist, würde das deutlich und als Politiker unterstreichen. Wir sind nur die Fachleute der Verwaltung oder zumindest die Mitarbeiter der Verwaltung. Und wir können das eigentlich nur von uns so verbal sagen. Er würde das mit der nötigen Vehemenz auch sagen. Und von daher können wir auch davon ausgehen, es kann sich niemand in unserer Stadt leisten, das Olympiastadion auf Zeit, auf Dauer zu schließen. Herr Schließer, wollen Sie dazu vielleicht noch was sagen? Es gibt ja
Oder es soll Pläne in der Schublade. Ich noch einen Einwand. Ich wollte hier noch hinzufügen. Es ist ja auch eine Lebens-, eine Fußballphilosophie in unserem Land. Überall wird zu diesem Wochenende erstmal werden die Chöre erfolgen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Die erste Pokalrunde, die Sieger träumen davon. Das ist symbolhaft schon. Wir fahren nach Berlin. Was das eigentlich für eine Werbung für unsere Weltstadt ist, die jetzt ja doch schon ein bisschen, muss ich sagen, manchmal problematisch wird. Und dann hier eventuell das in Frage stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Schneckentempo, leider Peter, du kannst dafür ja nur nichts, aber dieses Schneckentempo stört mich halt immer, immer wieder. Vorplanungen, Untersuchungen, dann auch noch Institutionen einschalten. Hier, was der Kamerad Brennecke gesagt hat, anfangen, irgendwelche Bereiche, einfach mal anfangen. Das ist wichtig. Herr Höhne, ich muss hier noch einmal ganz schnell meine sonore Stimme laut werden lassen. Ich habe seit 1961 in der Berliner Deutschlandhalle das Sechstagerennen moderiert und daher werden mich einige hier ja auch kennen. Und ich hänge an dieser Stadt. Wir waren sozusagen Berufs-Westberliner, wenn man so will. Wir hätten ja auch leicht unsere Stadt weg verlassen können. Es war viel attraktiver, woanders zu arbeiten. Wir sind aber hier geblieben. Und wir haben auch den Sport hochgehalten. Es war nicht immer einfach. Irgendeinem bei der AMK früher, heute Messe Berlin, ist es vor 4 Jahren eingefallen, die wunderschöne Radrennbahn zersägen zu lassen und unser Freudenfeuer der Mitarbeiter es dann zu vernichten. Heute gibt es ein Sechstagerennen, wo die Wiege 1909 in Berlin lag, nicht mehr hier. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten heute ein Einzugsgebiet bis Leipzig, bis Frankfurt Oder und Cottbus. Die würden alle heute kommen. Wir hätten ausverkaufte Deutschlandhalle und wir könnten 2 Sechstagerennen in Berlin gebrauchen. Das darf ein zweites Mal im Stadion nicht passieren. Ganz deutliche Worte. Herr Schließer, aber soviel ich weiß, gibt es ja Pläne in der Schublade. Wenn das Olympiastadion mal geschlossen werden sollte, will man auf dem Maifeld ein Stadion mit 4 Stahlrohrtribünen für 76.000 Zuschauer errichten. Sie können mich also gerne berichtigen. Und da sage ich, wären die Jungen und Mädchen dann enttäuscht, wenn sie statt im Olympiastadion am Maifeld in so einem Riesenstadion 1-2 Jahre spielen müssten oder ihre Wettbewerbe austragen müssten? Leichtathletik ginge gar nicht, denn die Bahn zu bauen dauert mindestens 2 Jahre und wir würden doch heute keine Rekordtarnbahn dort aufbauen können. Das geht schon von den Nebenanlagen nicht. Das weiß man vom Deutschen Turnfest. Speerwerfen, Diskuswerfen müssen immer auf Nebenanlagen durchgeführt werden. Das haben wir alles im Berliner Olympiastadion für den Wettbewerb angeschafft. Das wird benutzt von großen Massen Wettkämpfen. Wir wären ja hirnrissig, jetzt nur noch eine Baustelle da aufzubauen, obwohl die Pläne ja wunderbar sind. Wer so etwas denkt, der sollte erst einmal zu uns kommen und wir werden Sie dann fachmännisch beraten. Herr Schließer, gibt es solche Pläne in der Schublade? Also ich habe das vorhin ja ausgeführt, dass es so einen Plan gibt. Es gibt einen Entwurf dafür, war eine Überlegung. Ob der jemals zum Tragen kommt, ist völlig noch der Zukunft überlassen. Bloß die Verwaltung hat sich auf diesen Fall vorbereitet und der Peter Brennecke hat ganz recht, das würde natürlich nicht für Leichtathletik gelten, das würde wirklich nur für Fußball, American Football und solche Sportarten gelten, um hier insbesondere den Bedarf abzudecken, der im Zusammenhang mit den DFB-Pokalendspielen angedacht war. Aber das ist wirklich noch Utopie, man sollte diesen Gedanken auch hier vernachlässigen, man soll nur wissen, man hat sich Überlegungen gemacht, die sind da. Aber ich muss nochmal auf die Worte von Herrn Zimmertheit eingehen, der gefragt hat, warum hat man sich nicht darauf vorbereitet? Es ist nicht einfach so, dass man gesagt hat, man hat das einfach so daherlaufen lassen. Die Berliner Finanzverwaltung und der Bund haben sehr lange und sehr intensiv über die Grundstücksangelegenheiten, insbesondere der Alliierten und hier auch die vom Briten genutzten Bereich des Olympiastadions, sich unterhalten. Es hat harte Auseinandersetzungen da offensichtlich auch gegeben. Das hat ja auch dazu geführt, dass 2 Alternativen im Raum standen. Einmal den Gesamtbereich zu schließen, weil Berlin nicht bereit war, zu den vom Bund angegebenen Konditionen zu übernehmen. Oder aber man einigt sich erstmal für eine Besitzüberlassung, wie es jetzt der Fall gewesen ist, wo man der Bund eine Summe zwar eingesetzt hat, aber Berlin hat diese Summe nicht anerkannt. Und das ist auch nicht strittig. Darüber streitet man jetzt, ob diese Summe bestehen bleibt oder ob es weniger wird. Die Berliner Politiker kämpfen dafür, dass es weniger wird und es soll ja auch in Kürze Gespräche wohl geben mit der Bundesregierung, wie ich der Presse entnommen habe, sodass hier noch einiges offen ist. Und das ist das, was Sie mit dem Geld sagen. Und das Land Berlin hat einfach übernommen, um die Gesamtanlage des Olympiastadions in seiner Gesamtheit dem Sport zur Verfügung zu stellen, für den Sport zu erhalten. Es wäre doch ein Trauerspiel gewesen, wenn am 1. Oktober 1994 die Gesamtanlage geschlossen worden wäre.
Und hier muss man sagen, das Land Berlin hat Vorsorge getroffen, dass die Anlage weiter in Betrieb bleibt. Und jetzt werden die nächsten Schritte unternommen. Und auch nochmal auf diese Planungen und Gutachten. Auch dies ist beschlossen. Der Senat hat das Geld zur Verfügung gestellt, dass dieses Baugutachten, das Grundgutachten erstellt wird. Gutachten ist vielleicht gar nicht mal das richtige Wort, sondern Bestandsaufnahme ist das richtige Wort. Und hier sind auch die ersten Maßnahmen eingeleitet. Man kann davon ausgehen, dass in etwa Mitte nächsten Jahres die endgültigen Ergebnisse mit den Vorschlägen, wie man rangehen kann, vorliegen werden, einschließlich der erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen. Das heißt also, ein zeitlicher Rahmen ist vorgegeben. Das ist ja Sinn und Zweck gewesen der Arbeitsgruppe, die der Regierende Bürgermeister eingesetzt hat, um hier schnell zu Ergebnissen zu kommen. Man trägt natürlich dies, und das ist auch eine Eigenart der Verwaltung, man trägt natürlich nicht alles auf dem offenen Markt aus, wie es zum Beispiel ein Verein der Hertha BSC, wenn da irgendwas schief geht, wird sofort in die Presse getragen. Die Berliner Verwaltung arbeitet da etwas ruhiger, besonder und vielleicht dann auch etwas langsamer. Nee, langsamer würde ich nicht sagen, Otto. Langsamkeit ist nicht gerade eine Art von Qualität, sondern langsam kann auch dazu, wenn sorgfältig gearbeitet wird. Sorgfalt ist die oberste Gebot, dann hat man hinterher nicht so viel Ärger. Man kann einen Schnellschuss machen, man kann ganz schnell einen Schnellschuss machen und sagen, wir fangen mal an. Dann sieht es für die Zuschauer optisch gut aus, als wäre es gemacht worden, aber in Wirklichkeit ist der alte Zustand geblieben. Und das sollte doch verhindert werden. Herr Schließer, so ganz Unrecht hat der Otto Höhne nicht, wenn ich so an das Poststadion denke, das war heute nicht das Thema. Da wird ja nun, glaube ich, seit 20 Jahren diskutiert. Immer, wenn ein neuer Senat kam, ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren sollte das ja sogar mal überdacht werden mit einer Schiebeanlage. Da ist ja bis heute gar nichts passiert und jetzt geht es ja nun wohl auch gar nicht mehr. Aber ich sage nochmal, so ganz Unrecht hat er ja nicht. Aber die Zuständigkeiten sind beim Olympiastadion etwas anders. Hier ist das Land Berlin, der Senat, direkt zuständig. Im Poststadion war noch ein Bezirk dazwischen geschaltet. Und der Fußballverband und alle anderen Beteiligten, also ich habe das ja nur auch ein bisschen mitverfolgt, obwohl ich nicht direkt dran war. Jeder hat da sein Päckchen dran zu tragen an diesem Poststadion. Wir haben deutlich gesagt, wir haben ja dieses Theater mit der ewigen Verzögerung erlebt und haben gesagt, Schluss, baut das Jahnstadion aus, dann haben wir wenigstens eins in einigen Jahren, bevor wir in 20, 30, 40 Jahren immer noch über das Poststadion streiten. Und das ist weg, ist vom Fenster weg. Ich habe mal eine Frage an den Otto Höhne. Ist denn das realistisch, Brennecke hat uns eben erklärt, welche Sportarten auf dem Maifeld nicht gingen. Ist denn das realistisch, dass man da eventuell das deutsche Pokalendspiel austrägt auf dem Maifeld? Ich kann mir das also schwer vorstellen. Vielleicht fehlen mir da ein bisschen irgendwas, aber ich kann es mir also ganz schwer vorstellen, dass man sagt, kann man das deutsche Pokalendspiel dort ausführen? Peter, ich bin jetzt wieder etwas hart. Ich schätze dich ja sehr, du bist ja auch bewandert und bist ja auch ein, sagen wir mal, bedeutender Funktionär im Bereich des Basketballs, aber ich sage ganz offen, der Plan in dem Schubfach für eine Stahltribüne für 75.000 ist für mich ein Märchen und eine Utopie. Das wird es nie geben, sage ich dir. Das kann man zwar sich mal als Spielzeug zeigen lassen, aber das aufbauen und das zu bezahlen, und das kostet wohl 20 oder 25 Millionen, und dann kommen dazu noch die statischen Schwierigkeiten, die Fragen, ist der Untergrund, dann muss das betoniert werden. Ich sehe das heute schon, weil wir ja nun doch etwas realistischer sind. Das wird nie sein, wenn das Olympiastadion geschlossen wird, leider. Geht ein Stück Berliner Geschichte vorbei, wenn wir das Pokalendspiel 2 Jahre weggeben aus dieser Stadt. Ich sage es ganz offen, ist das ganz, ganz schwierig, das wieder in gleicher Form, in gleicher Bedeutung hier bei uns zu installieren. Also, lieber Otto Höhne, ich sage mal Folgendes. Wenn man etwas will, dann geht es. Und ich sage mal, ich bin allerdings der Meinung, wir verschwenden viel zu viel Zeit über dieses Thema, über ein provisorisches Stadion im Maifeld, weil es also wirklich im Moment nicht in der Diskussion ist. Es ist ein Plan da und man sollte darüber nicht weiter reden. Aber man braucht bloß mal über den großen Teich gucken, nach Amerika, ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da werden solche Dinge innerhalb von einem halben Jahr hingestellt. Da gibt es eine einzige Veranstaltung und dann wird das Ding wieder weggenommen. Genau. Ja, also das ist keine Utopie, das ist ganz leicht zu bewerkstelligen und auch nicht unrealistisch. Herr Dolkner, Sie hatten sich zu Wort gemeldet. Nein, ich hatte ja die Frage an Höhne gestellt, hat es ja auch beantwortet, danke dafür. Ich wollte ja nur mal wissen, ob das überhaupt möglich ist, dass man solch ein Stadion, ich sag mal, fast fürs Pokalendspiel erstmal aus dem Boden stampfen kann und daneben stellen kann. Abgesehen davon, dass für mich das Fluidum, die Atmosphäre, das wäre ja, glaube ich, alles nicht so gegeben. Herr Schließer, ich habe eine Frage. Wegen der Gutachten werden eingeholt. Ab welcher Größenordnung und wie geht das vonstatten?
Also nun bin ich nicht der Beauftragte für das Gutachten, das macht die Senatsbauverwaltung im Zusammenhang mit unserer Senatsverwaltung. Da sind Fachleute dran, die sich permanent mit solchen Sachen, mit solchen Ausschreibungen auseinandersetzen. Aber ich darf Ihnen so viel verraten, dass hier Firmen mit eingebunden worden sind, die schon im Bereich der Olympiabewerbung Berlins sich mit diesem Thema um das Olympiastadion befasst haben. Und dieser Sachverstand, der schon vorliegt, wird mit eingebracht in diese ganze Diskussion, die jetzt läuft. Und deswegen soll es ja auch zu einem schnellen Ergebnis führen. Ich will auch gleich einschalten. Ich muss das einfach mal sagen, Peter, für dich und für die Senatsverwaltung für Berufsausbildung, Schule und Sport. Wenn wir euch beide nicht gehabt hätten, würde das Olympiastadion längst zu sein. Denn ihr habt ja immer auch kleine Schritte. Ihr habt schon mal versucht, neue Sitzflächen zu verbessern, das Holz auszutauschen, was verfault war. Ihr habt jetzt schon Einzelsitze versucht zu integrieren. Ihr habt einen herrlichen Sanitärbereich unten, der ist olympiareif. Ihr habt schon vieles getan, um zu verhindern, dass nun noch mehr Mängel von den offiziellen Organen kommen. Denn das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ein Pokalendspiel würde man nicht durchführen, wenn der sanitäre Trakt im Olympiastadion nicht so vorbildlich wäre. Und das würde ich nämlich gerne mal machen, dass man der Berliner Bevölkerung mal sagt, kommt, guckt euch mal unten den Anfang an, was das für eine tolle Einrichtung ist. Das ist nämlich besser als alle Stadien in der Welt, der sanitäre Trakt. Und das will ich ja auch einmal sagen, da müssen wir an sich auch dankbar sein. Herr Schließer, trotzdem muss ich noch mal darauf zu sprechen kommen, wenn Herr Zemeitat mit Hertha ein Spitzenspiel hat, wo er, sagen wir, mit einer hohen Zuschauerzahl rechnen würde, muss er irgendwo anfragen, wen eines Gutachtens? Nein, da braucht sich als jemand halt gar keine Gedanken drüber machen. Das ist auch ein Vertrag, der zwischen Hertha BSC und dem Land Berlin geschlossen ist, ganz eindeutig geregelt. Hertha BSC steht das ganze Stadion zur Verfügung. Allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Verwaltung, wenn irgendwo sich etwas ergeben sollte, aus welchen Gründen auch immer, das kann ja mal ganz kurzfristig was passieren, dass wir dann Teile sperren könnten. Wir haben davon noch nie Gebrauch gemacht, sondern wir haben im Einvernehmen mit Hertha BSC aufgrund der Zuschauerzahlen Teile des Oberrings gesperrt, weil wir gesagt haben, warum sollen wir den ganzen Oberring aufmachen? Es gibt eine unnötige Verschmutzung, es gibt unnötige Kosten für Veranstalter, Ordnungsdienst und für die Verwaltung. Um hier kostenmindernd zu arbeiten, haben wir das gemeinsam zusammengesetzt und haben dann eben so eine Lösung gefunden, die also allen Bedürfnissen gerecht wird, dem Verein und auch der Verwaltung. Und ich glaube, Hertha BSC braucht sich keine Gedanken im gegenwärtigen Zeitpunkt machen, selbst wenn 76.000 Zuschauer ins Olympiastadion zu Hertha BSC kommen wollen, genau wie zum DFB-Pokalendspiel, zum Schülerländerspiel oder zum DFB-Länderspiel gegen Bulgarien. Diese gesamte Platzkapazität steht zur Verfügung und es gibt keine Einschränkungen für den Bereich des Olympiastadions für diese Veranstaltung. Und auch länger als bis zum Jahresende, weil da ja immer im Raum schwirrt, bis dahin wäre das Olympiastadion betriebssicher. Wir haben Verträge abgeschlossen bis zum Ende der Saison 1995-96. Das heißt also, wir haben Verträge abgeschlossen bis Mitte 1996. Und wie die Bauverwaltung uns sagte, gibt es auch bis zum Ende 1996 keine Bedenken. Und dann liegen alle Gutachten vor und dann weiß man, was man machen soll. Ich glaube, man sollte wirklich daran denken, dass man hier nicht Panik macht, dass man nicht Besucher von Veranstaltungen verunsichert. Und auch, ich sag mal, es ist ja auch ein bisschen Politik dahinter. Nicht jeder gönnt ja Berlin diese Veranstaltung, die wir haben mit dem E-Staff, mit dem DFB-Pokalendspiel, mit den Länderspielen. Da wird natürlich auch in den Medien, den Großmedien im übrigen Gebiet des Landes ganz schön Politik gemacht gegen Berlin. Und wenn man diese Presseberichte jetzt gerade vor den Rolling Stones auch gelesen hat, Rolling Stones Konzert, ja, da wurde ja die Leute regelrecht aufgefordert, nicht ins Stadion zu gehen, weil es jeden Moment zusammenstürzen könnte. Es war einfach Panikmache. Einfach billige Panikmache mit großen Überschriften. Also jetzt ist natürlich viel auf die Medien geschimpft worden. Trotzdem eine Frage noch, Herr Zemeitat, macht sich nicht auch die Wirtschaft, in dem Fall Sponsoren von Hertha, Gedanken, wie es weitergeht in Bezug auf Olympiastadion? Also die Sponsoren, mit denen wir Verträge abgeschlossen haben, die sind längstens auf 2 Jahre abgeschlossen, also bis zum Abschluss der Saison 96-97. Die meisten Verträge laufen bis Ende dieser Saison, Juni 96. Und da ist also von der Sponsorenseite Wirtschaft noch keine Bedenken geäußert worden, ob jetzt mitten in der Saison möglicherweise da irgendwelche Werbemaßnahmen abgenommen werden müssten oder dergleichen. Gut. Herr Schließer, Sie wollten noch was
Ja, ich muss hier, bevor die Sendung jetzt zu Ende geht, muss ich noch eins ganz deutlich sagen, weil hier immer, weil ich auch gerade heftige Kritik in Richtung Presse gemacht habe. Es ist natürlich ganz richtig, und ich habe es eingangs gesagt, es besteht für das Olympiastadion ein ganz hoher Sanierungsbedarf. Und das muss gemacht werden, ganz dringend gemacht werden, um den weiteren Verfall der Einrichtung nicht voranzutreiben. Aber ich muss noch mal betonen, es hat nichts mit Sicherheit zu tun. Ich glaube, das war eigentlich ein sehr gutes Schlusswort. Ich möchte mich bei den Gästen sehr herzlich bedanken. Gehe der Reihe nach von Dieter Dolkner, Peter Schließer, Gastgeber Wolfgang Holz, Otto Höhne, Herr Zemeitat und Herr Brennecke. Und die Fußballwoche hat, glaube ich, ein Thema, wie die anderen Medien auch jetzt angerissen, wo man auch in der nächsten Zeit noch sehr viel drüber sprechen wird, sehr viel diskutieren wird. Und ich hoffe, dass noch viele, viele Pokalendspiele in Berlin im Olympiastadion stattfinden können, einem modernisierten, vielleicht sogar noch ausbaufähigen. Ich habe da keine Ahnung, ob da sowas noch machbar ist. Aber eigentlich ist derzeit das Olympiastadion, wenn es modernisiert worden wäre, sicherlich das schönste Stadion Deutschlands, was auch wieder Bundesliga-Fußball verdient hätte. Und ich glaube, Hertha BSC ist im Moment auf einem guten Weg. Und Ihnen, Herr Brennecke, wünsche ich mit Ihren Jungs und Mädels von der Schule viel Erfolg und dass Sie auch noch in den nächsten Jahren immer wieder im Olympiastadion und nicht in einem Ersatzstadion, sei es noch so groß, Ihre Wettkämpfe bestreiten müssen. Und bedanke mich hier nochmals sehr herzlich im Namen der Fußballwoche und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.